Erstmal zur Orientierung. Es ist 10.45 Uhr nach Sommerzeit, also nach mitteleuropäischer normaler Zeit, 11:45 Uhr. So, da ist die Sonne zu sehen. Hier, das ist, glaube ich, zu sehen. Diese Wellenstrukturen in den Wolken. Nun ist es natürlich so, dass hier vorne der Rennsteig liegt und da könnte es natürlich sein, dass solche Wellen durch Luftturbulenzen entstehen. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe diese Wolken hängen. Interessant ist auch, die Wolken sind von hier, vorhin war noch die Sonne da vor 20 Minuten, ja, und jetzt ziehen sich die Wolken schon ein ganzes Stück weiter nach Norden. Aber eben diese Wellenstrukturen hier, da in der Bildmitte, diagonal jetzt von links oben nach rechts unten. Man sieht das, glaube ich, recht deutlich. Und ich glaube nicht, dass es Turbulenzen sind, die durch den Rennsteig entstehen. Denn da hinten sieht man diese Strukturen auch wieder in den Wolken. Ja, und zur Orientierung, das ist jetzt etwa Norden. Und das hier ist etwa ungefähr Süden, wenn ich die Landkarte richtig im Gedächtnis habe. Jo. Also ich tippe doch schon sehr, wenn ich diese Wellen angucke, auf Harp-Aktivitäten. Na, und der darf das aber auch nicht. Schon gar nicht ohne Nummernschild.